Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us und dem Beagle. Wir sind hier durch, auf der Suche nach den Fireflies. Irgendwas sagt mir, dass wir sie hier nicht finden werden. Vielleicht, weil hier überall Klicker und so sind. Oh, da ist noch was, das will ich haben. Bitte auf, ich wollte gerade sagen, bitte auf der richtigen Seite runter. Das habe ich alles, das habe ich alles. Mir fehlt wie immer nur Material für Messer. Zack, zack, zack. Oder geht's gar nicht lang? Ich gehe erst dahin, wo es nicht weitergeht, weil da könnte ja Material liegen. Tut's aber nicht. Ah, das Pferd will nicht. Pferd will nicht Kurve reiten. Hui. Hier können wir uns auch wieder ein bisschen umgucken. Die ganzen Zelte und so. Das machen wir auch. Kein gar nichts. Nein, ja, kein gar nichts. Langsam sollten wir jemanden treffen. Da gehen wir rein. Joel, du solltest es besser wissen. Du solltest es besser wissen. Naja. Teile. Teile sind immer gut. Warst du an so einer Schule? An der Universität? Hier. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kam's? Ja, als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Okay. Man kann sich denken, es lief nicht so gut, weil beide sehr jung waren. Und da Sarah bei ihm war, lag es wohl eher weniger an Joel als vielleicht an der Partnerin. Mir ist, als wir zu Tommy gekommen sind, aufgefallen. So jetzt bis jetzt. Also ne, er hatte Tess. Vergesst, was ich sagen wollte. Er hatte ja Tess. Das war ja irgendwie seine, was auch immer, da, naja. So, wo ist... sollten wir? Ferdi? Ferdi? Ellie? Pferd? Pferd Ellie? Oh no, wo sind die beiden? Ich hatte die letzte Zeit absolut... Ich mach mal die Taschenlampe aus. Warum denn da hinten? Seid ihr denn doof? Muss ich den ganzen Weg rennen? Sag mal. Putz doch mal drauf. So, machen wir auch. Wir voll am Gähnen schon wieder, ne? Leute, schon wieder abends hier. Ist immer abends bei mir. Ihr kennt gar nichts anderes als abends. Ja, scheint der Eingang zu sein. Ja, ich find's auch ganz normal, dass der Eingang durch eine Fenster... Joel? Er will nicht darunter. Achso, ich weiß, warum er nicht darunter. Ist okay. Hier will er aber runter, oder? Ja, hier will er runter. Denn wir müssen diese Tonne hier benutzen, um hinzukommen. Rollen! Einfach rollen! Rollen, rollen, rollen! Joel? Danke. Lass mal los. Nee, das war noch nicht weit genug. Wow. Tada! Eingang auf. Okay, nicht das, was ich wollte, aber es geht. Ach Quatsch, das wollten wir. Das wollten wir. Huch. Warum lässt du Pferdi zurück, Ellie? Warum lässt du Pferdi zurück? Arschgaul hat nicht alleine da hinten zu stehen. Wir holen Arschgaul natürlich zu uns, Leute. Also wirklich, Ellie. Ja, pfeif du nur und lass das arme Pferd zurück. So, Arschgaul wird genau hier geparkt. So. Pass gut auf dich auf, Arschgaul, okay? Pass einfach auf dich auf. Zack. Hoch da, hoch hier. Yes. Ey, wenn sogar Joel... Achso, okay, er hilft.
Komm, Kleine, gib mir die Hand. Na bitte. Danke. Er lächelt. Sehen wir uns um. Er hat gelächelt, Leute. Er hat gelächelt. Er mag sie. Er mag sie. Er mag sie sehr. Voll, das kann ich nicht glauben. Weiß ich nicht, kleine Maus. Weiß ich absolut nicht. Was haben wir denn jetzt hier? Bah, okay. Das ist frustrierend. Nicht in die... Nein, nicht in die... Oh. Das möchte ich natürlich nicht. Hier mit dem Flammenwerfer rumlaufen. Das wäre ein bisschen Quatsch. In der aktuellen Lage. Eine Werkbank. Wir gehen jetzt erst hier... Ups. Anscheinend, wenn ich renne und gleichzeitig Tür aufmache, tritt er heftig zu. Das fand ich in Resident Evil 6 ja auch immer sehr geil. Oder auch 5. In 5 kommt das auch vor. Das ist doch doof. Faden verloren. Dass die da immer die Türen so sanft aufgemacht haben, wenn man nicht am Rennen war. Ganz sanft. Ganz sanft berührt nur. Okay, dann an die Arbeit. Dann an die Arbeit, aber wir haben noch kein Dings und das nervt mich. Das mache ich nicht. Nee, nee. Solange ich dieses... Habe ich das vierte etwa verpasst? Kann das ist? Aber das wäre schlimm, wenn ich das verpasst hätte, Leute. Das wäre schlimm. Aber ich wüsste nicht, wo ich das vierte verpasst haben sollte. Ich... Also dieses vierte Upgrade zum Erhöhen, damit man besser die Waffen ausrüsten kann. Talente nennen sie es, glaube ich. Ach, da waren wir ja schon drin. Eine Tür. Ellie. Oh nein, da brauche ich nicht. Ellie! Ist da wer? So kann man es natürlich auch sagen, dass das Heilmittel hier ist. Dum, dum, da, 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 da. Noch mehr Teile. Also die können mir dann nicht so viele Teile geben und dann kriege ich nichts, damit ich es auch wirklich benutzen kann. I don't believe that. Ja, weil ich so viel Schneidematerial habe. Aber es lohnt sich ja immer. Seht ihr? Lohnt sich. Molotovs, besser. Oh, ich sehe da was blinken. Yes, das ist genau das, was wir wollten. Molotov von Buchband 2. Verbesserter Radius von Brandbomben. Einsatz, die korrekte Verwendung eines Brandsatzes ist wichtig, um eine wirkungsvolle Detonation zu gewährleisten. Leute, wisst ihr Bescheid, ne? Yes, wir gehen nochmal zurück zur Werkbank. Alles einsammeln. Graben, 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 graben. Haben wir jetzt denn hier die Möglichkeit, ein Messer zu machen? Finde ich gut. Damit haben wir das eine Messer nämlich schon wieder drin. Und alleine für den Werkzeugkasten hat sich das jetzt enorm gelohnt. Ich dachte schon, die lassen mich jetzt hier hängen. Hab's doch nicht verpasst, Leute. Offensichtlicherweise. Wo war denn jetzt die Werkbank? Ich glaube, die war hier durch. So. Warum mal los. Ich finde es witzig, dass er dabei die Taschenlampe immer ausmacht. Ja. Ach komm, Joel. Komm. Zielfernrohr. Schaden. Ich mag das Gewehr, Leute. Ich treffe zwar nie, aber ich mag das Gewehr. Oh, Reichweite geht nicht. Schussfolge. Nachladegeschwindigkeit. Reichweite. Bei einem Flammenwerfer ist Reichweite, glaube ich, niemals verkehrt. Die Shorty. Sagt Leute, die Shorty, für die Diabolo kriegen wir, glaube ich, gar nicht so viel Munition. Ich weiß nicht.
Na komm, Nachladetempo ist so günstig, das können wir machen. Schussfolge auch. Das ist okay. Ich kann ja damit leben. Das hält. Ja, hat Joel recht. Und weiter geht's durch den, durch den Flur da. Flur, Treppenhaus, das meinte ich. Ich finde das Treppenhaus cool, weil, auch hier sieht man, dass die Natur sich irgendwie sehr viel zurückgeholt hat. Beziehungsweise der Baum da einfach voll drin eingestürzt ist. Hui, was gibt's denn da? Aha. Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Also, allein anhand des Campus kann man doch schon sagen, dass die hier nicht mehr sind. Naja. Wir sagen jetzt einfach mal, dass sie es für die Handlung brauchten, hier hinzukommen, Leute. Ah, ich wäre nämlich bei diesem Campus schon gar nicht mehr gucken gegangen, sondern einfach wieder nach Jacksonville zurück. Joel, Ellie? Wer macht denn jetzt diese Tür auf? Ah, okay. Danke, Ellie. Keine Leichen. Keine Leichen. Das ist gut, oder? Es fragt sich, vielleicht, vielleicht auch nicht, Ellie. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich wollte gerade sagen, also noch eine Tür werden wir nicht mit Messer bekommen. Das ist nicht so der Last of Us-Style. Wir werden aber auch nicht mehr so viele Ressourcen finden, denke ich. Wir haben ja schon einiges gefunden. Ich fühle mich aber in der Tat nicht so schlecht ausgerüstet. Gerade um Heilung brauche ich mir, glaube ich, erstmal keine Sorgen machen, sagte sie und brauchte dann ganz dringend Heilung. Hui. Achso, das nutzt mir gar nichts. Ich kann cool einfach durchs Fenster. Wer will schon eine Tür? So, habe ich Kleber und okay. Weiter geht's. Oh, noch eine Tür. Ist aber ganz schön viel. Achso. Hätte ich diese Tür aufmachen können, während Ellie sich halt an der anderen Tür. Ach, egal. Da wartet sie. Na, Scheinwerferchen. Baum. Baum. Mist. Ach, Joel. Komm. Ich glaube ja nicht, dass das jetzt brandgefährlich ist zu hören. Ich weiß, dass es hier noch ein paar nützliche Sachen gibt. Und Leute, wenn ein Spiel, egal welches Spiel, einen so gut ausrüstet, weiß man immer, dass die Hölle losgehen wird. Weiß man einfach. Ach komm, was ist denn mit der Lampe los? Benutze ich die zu viel oder wie? Lass mich doch mal durch. Was haben wir denn da? Lesen. Ah, lesen. Nicht schlagen, sondern lesen. Röntgenbild des Pilzwachstums im Gehirn eines Patienten. Ja. Sah pilzig aus halt, ne? Komm, weiter, Ellie. Affe! Böser Affe! Nein, keine Klicker. 28 Days Later. Firefly ist auch nicht. Nee, Ellie. Tja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Das wäre wohl vielleicht noch die simpelste Erklärung. Anhören. Abspielen. Oh Leute, es tut mir leid, es kommt aus meinem Controller raus. Warum? Nein, du sollst es nicht. Also ich versuch's gerade zu übertönen. Oh nein, das ist doch Kacke. Nein, Schnauze, Mikro.
nein, Leute, es tut mir so leid. Aber das wird furchtbar klingen. Ja. Ach. Gut, dass wir die Affen nicht angefasst haben. Er hat nicht gesagt, wo sie sind. Ich weiß, suchen wir weiter. Also Leute, ich möchte jetzt einmal ganz kurz festhalten. Ich habe genauso viel verstanden wie ihr, denn dieses Parallele im Fernsehen und aus meinem Controller raus, das ist Blödsinn. Das ist richtig heftig Blödsinn. Ich muss nach der Aufnahme mal gucken, ob ich das abgestellt bekomme. Kriege ich bestimmt abgestellt. Ich wusste nicht mal, dass es angestellt ist, wenn ich ehrlich bin. Okay. Schieben, 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 schieben. Was du nicht sagst. Ich bin tot, oder bin es bald. Ich hatte Zeit, nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheiße reine Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei, die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind es Fireflies? Nein. Ich meine, dass sie die Szene sogar für den Trailer benutzt haben. Was sind das für Typen? Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Ich habe nur zwei. Wir haben ein Ziel, machen wir, dass wir wegkommen. Super. Joel, super. Oh, ich kann damit nichts machen. Wo sind die denn? Noch sind sie nicht hier. Wir gehen jetzt, wir schleichen jetzt mal zurück. Könnt ihr Affen sie nicht beißen? So, 28 ist... Was? Au, au, warum kann er zuschlagen und ich nicht? Au! Ja, ja, au! Ein Schläger ist heftiger als deiner, ja? Ach, komm, ist okay. Alter, was zur Hölle? Warum? Warum? Warum waren die jetzt so viel besser als wir? Das kotzt mich an. Die sind bestimmt hier jetzt noch irgendwo. Wie sollten die mich übrigens auch gehört haben? Also. Ganz viele. Ganz viele. Ganz viele Kacke. Headshot Beagle hat einmal Leistung gezeigt, Leute. Einmal. Wie mache ich das denn mit den anderen jetzt am besten? Wow, wow, wow. Oh, okay, den konnte ich nicht sehen, in der Tat. Zweimal Leistung gezeigt. Da sind sie. Na gut. Kein Thema, ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt nicht. Au. Das, da war ich jetzt zu langsam, gebe ich zu. Noch ein. Nee, so tot bin ich nicht, weil ganz ehrlich. Ich treffe hier die ganze Zeit. Hier nicht so. Ist okay, gib her. Muss gucken, ob die Loot haben für mich. Ja, Ellie. Gehört sich zwar nicht, aber sag's ruhig. Haus raus. Ist okay, verstehe ich. Ich gehe jetzt bewusst hier rum. Ich weiß nämlich gar nicht, wo die alle sind. Es sind bestimmt noch mehrere. Sag ich doch, es sind mehrere. Oh, Kacke. Mach! Ey, ich hab grad Headshots geleistet ohne Ende und jetzt, ne? Ellie! Ellie! Das geht so nicht. Scheiße. Und direkt brauche ich meine ganze schöne Heilung. Ich brauch Deckung! Ja, ja, ja. Ellie macht schon, da bin ich mir relativ sicher. Beeil dich! Au! Au! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Ja. Oh, Scheiße.
Wollen wir jetzt runter? Ich glaube, ja. Die sind sehr offensiv hier hochgerannt. Die hatten kein anderes Ziel. Okay. Oh, ich muss sie gerade beide... Ah, nein! Oh, das war nicht gut. Wo ist er denn? Oh Gott. Leute, das ist nie gut, wenn ich hier zu viel nachladen muss. Der ist doch noch hier. Ist er nicht hier? Okay. Aber ich finde, dieses 10 Schuss habe ich ziemlich gut verwendet. Ja, habe ich. In der Tat. So. Au! Verdammt! Ist okay. Zeit ist schon wieder abgelaufen. Okay, weiter geht's. Schnell raus hier, Ellie. Ich hab... Oh nein, 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 Scheiße! Ja, 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 ich hab's, ich bin... Yes! Oh no. Und der kreisrunde Fleck ist auch da. Das ist kacke, das ist kacke, das ist kacke, das ist kacke. Was soll ich jetzt tun? Das mit dem Sound ist geil gemacht. Oh, Joel. Oh. Du musst mich hochziehen. Das ist das Dümmste, was er machen kann. Okay, bereit? 1, 2, 3! Okay. Gehen wir einfach zum Pferd. Das mache ich jetzt natürlich noch mit euch. Oh Leute, Joel. Dass der Sound jetzt auch so wie eine Blase ist, finde ich richtig gut gemacht. So, man merkt einfach, wie er abdriftet. Es geht. Es geht. Kommst du durch das Fenster? Ja. Ja. Okay. Ellie passt sehr gut auf uns auf. Oh. Oh. Komm schon. Oh. Guckt euch das ganze Blut an. Ihre Arme alleine schon. Mist. Oh, guckt euch das ganze Blut an, Leute. Du bleibst hier. Ich komme dann von der Seite. Ellie. Er kann es gerade nicht. Kann es einfach nicht, Leute. Ja, hab ich, aber... Ach, komm schon. Kacke. Kacke. Okay, wir haben's. Oh, das ganze Blut, Leute. Oh Gott. Oh, man merkt's einfach. Wir müssen dich hier rausschaffen. Ich bin okay. Das bist du nicht, Joel. Oh, guckt's euch an. Guckt's euch an. Oh Gott. Ja. Mach schon. Ellie macht's genau richtig. Hier ist keiner. Schnell. Sie muss ihn ziemlich gut antreiben. Was hat sie schon für eine Wahl? Oh Gott, wir schaffen das doch niemals. Das ist gut. Nur weiter so. Oh Gott. Hier, halt dich fest. Nein. Kannst du laufen? Ja. Dann lauf doch auch. Hat sie völlig recht. Wenn er sagt, er kann laufen, soll er es gefälligst auch tun. Selbst wenn wir beide aber essen, dass das eigentlich nicht mehr kann. Los, komm. Dass er sich überhaupt noch so lange auf den Beinen halten kann. Auch, dass die Sicht jetzt so vernebelt ist und alles so halt. Ich find's gut gemacht. Hey. Oh. Joel? Oh. Hinter dir. Was? Ellie. Uff. Ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Aber sie kann das. Sie kann das. Alter! Oh, sie kann's. Joel! Hier! Steh auf! Leg den Arm um mich! Okay, wir gehen. Oh, ich steuere das immer noch. Heftig. Ich kann nicht mehr. Ich schwöre dir, wenn wir das schaffen, wirst du für mich singen.
Träum weiter. Da kann er noch Nein zu sagen. Das ist schön. Gott, Ellie. Oh, wir haben einmal kurz klare Sicht, weil wir uns, glaube ich, hier anlehnen. Es geht doch. Nee, da geht gar nichts. Scheiße. Ellie macht das gerade schon sehr gut. Aue. Einfach das Bild. Joel macht es aber auch sehr gut, auch wenn er es gar nicht mehr machen dürfte. Leute, bei so viel Blutverlust müsste er schon längst weg sein. Das ist doch pure Willenskraft, die das da noch aufrecht hält. Für Ellie. Los. Ich glaube, ich bin mir sicher. Joel? Joel! Scheiße. Joel, hier. Ah. Steh auf, steh auf, steh auf. Sag mir, was ich tun soll. Komm schon. Jetzt steh schon auf. Joel! Tja, Leute. Und hier mache ich einen Cut dran. Wird Joel es überleben oder nicht? Wir werden es sehen. Ich sag, dass es sehr schlecht aussieht. Der gute Mann hat ziemlich viel Blut verloren und hat sich für Ellie über seine Grenzen hinaus bemüht, wach zu bleiben. Ellie hat sich aber sehr gut geschlagen. Sehr, sehr gut sogar. Unter den Umständen, dass sie ihn auch noch beschützen möchte, wollte. Ich schaue jetzt mal. Ich glaube, ich werde das DLC doch nicht zwischenschieben. DLC ist nämlich meiner Ansicht nach durchaus ein Spoiler für das, was jetzt eigentlich direkt kommt. Ich werde das DLC tatsächlich, glaube ich, separat machen. Das mache ich nach dem Hauptspiel, wird das DLC noch kommen. Dann spoilere ich euch jetzt auch nichts, indem ich das DLC quasi einfach einfüge. Das würde nämlich jetzt beginnen. Nein, wir gucken lieber nächste Mal, ob Joel es geschafft hat oder nicht. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Habt ihr damit gerechnet, dass das jetzt so heftig weitergeht? Ich nicht. Wir haben uns nämlich sehr gut gegen die... Also beim ersten Gucken habe ich es nicht erwartet, aber ich kann es noch so oft sehen. Es nimmt mich immer wieder mit. Ich habe jetzt bewusst auch den Cut nicht gemacht, sondern wollte es jetzt zu Ende machen. Ist so, mache ich an Horizon Zero Dawn auch. Wir machen nächstes Mal weiter. Schauen, wie es Ellie und Joel ergangen sind. Oder auch nicht ergangen sind. Habt einen wundervollen guten Tag. Haut rein!